einnehmen bei der Höhe 76, wo einnehmen steht. Ja. Alpha wird sich dann dort verschanzen, während wir Bravo in die Stadt vordringen und zwar erstmal zu dem Roten Kreis Capture and Hold. Danach machen wir dann Objective 3 und am Schluss machen wir 1, dass wir den dann mitnehmen am Rückweg. Während Bravo in der Stadt rumwuselt, wird Alpha sich bei der Höhe 64 aufhalten. Die sind ein bisschen Wir schüchtern gehen zum heute. Militärkomplex, alles klar. Na, den machen wir erst, den nehmen wir erstmal ein. Das ist ja unser. Ach Scheiße, da gibt's Nichts wieder. leichter als das. Bravo hat Abmarschbereitschaft hergestellt. Aber nicht die Dann 318er. ich. Okay, auf. Alles klar. Eins geht. Also, wir Zwei feuern. geht. Drei geht. Vier geht. Kompass unterwegs. Hör auf zu singen, ich trete in die Nüsse. Hör auf zu singen, ich trete in die Nüsse. Da habe ich mir ein Bier auf mein Shirt gekippt. Police gleich an deiner Position ungünstig. Naja, Springen funktioniert auch noch schlecht, mehr schlecht als recht. Den kleinen Jägermeister ging zum Militär. Ach, da war ja was. Gleich schieße ich dir in den Kopf, dann bist du nicht mehr. Waffe an der Hand, einmal W drücken, normaler Schritt, nicht rennen. Der Weg ist lang. Wir wollen doch noch mit den Einheimischen flirten. Hand am Sack, einmal W drücken. Hallo, wo sind denn alle? Auch geil, ich sag Waffe an der Hand und alle. Alle auf ganz entspannt. Warte, Waffe an der Hand. Okay. Nicht an den Nein, C solltest du drücken. Achso, warte. Siehst das falsch? Man orientiert sich immer an dem, der vorne läuft. Und der hat's falsch gemacht, also machen wir so eine Rolle falsch. Lemminger. Das ist eine Einstellung, die ich teile. Wir sind Amerikaner. Do as I do. Simples Prinzip. Naja, er hat gesagt, Waffe an der Hand, nicht an der Hände. Ja. Dusche. Well played. Motherfucker. War nicht klar, dass der Militärkomplex da nicht besetzt ist? Keine Ahnung. Do as I do. Da gerade so locker flockig drauf zumarschiert. Also geklärt ist da noch nichts. Wenn es beim ersten Plänk am Helm macht, dann lege ich mich hin. Aber ich glaube, Atlantis und ich werden als erstes herausfinden, ob das Ding sicher ist. Richtig. Eine sehr sinnvolle Kommandostruktur hier. Kann ich ein Bajonett haben bei solchen Einsätzen? Nein! Wollen wir die Waffe in der Hand nehmen, wa? Abgelehnt. Heute Mittag habe ich mich doch gefreut, dass du wieder da bist. Jetzt mittlerweile gehst du mir auf den Senkel. Schuss von links. Beschuss aus Osten, oder das war jedenfalls der. Okay, das 762er irgendwie klingt irgendwie lächerlich. Deck mal nach hinten. Ich sehe nichts. Aber die sind unten bei dem Compound in der Lagerhalle. Ey, wenn ihr Gegner seht, gebt ihr mal durch. Ist ja gar nichts. Ich glaube, hier sieht momentan keiner was. Ich glaube, die schießen einfach nur. Doch, ich sehe was. 100 Gramm. Das Ding macht ja gar keinen Lärm. Jetzt. Oh! Okay, bravo. Die an den Bäumen und an den Steinen sind, bleiben erstmal da. 3
drei Gegner ausgeschaltet. Monty Atlantis, Daniel, einmal bitte weiter den Berg hoch flankieren, dass wir die anderen da rausholen können. Roger, eins geht. Zwei geht. Drei geht. Andi, kommst du auch wieder da raus? Du bist alleine. Ich finde, er hat dich zurückgelassen, ganz feige. Ist mir egal, ich mache hier gerade alles tot. Ist ihm egal. Okay, ja, ich komme mal zurück. Ist ihm egal. Gehen wir auch hier. Ja. Komm mit. Oh. Wo läufst du jetzt mal? Wenn's pfeift, dann ist es dicht, oder wie heißt es? Ja, ja, ich muss mich einfach hier... Alter! Gib mir mal die Luke zu. Das war die falsche Luke. Scheiße! So, jetzt Luke zu. Ey, die wollen's aber wissen irgendwie. Wow, wow! Ah! Bin verwundet! Alles nur, weil ich die scheiß Luke aufgemacht hab. Granate! Hab einen. Kontakt Richtung 7-2. Kontakt nach 7-2 ist erledigt. Schade. Alpha, Status. Kontakt 1-2-8. Du musst deinen Status durchgeben. Atlantis, Status. Grün. Monty. Monty, gelb. Drei grün. Weiterer Kontakt Richtung 7-9. Fünf grün. André braucht gleich Munition. Monty kommt zum großen Turm, hier ist frei. Schade. Ich komme. Oh, das war knapp. Ey, das ging in meinem Kopf vorbei, das bin ich ja gar nicht nett. Okay, bravo. Einmal hier am... Was ist denn das hier? Osteingang sammeln. Na Russo, ich geh nicht zum Rosenturm. Kontakt Richtung 80. Lade. Oh, einer ausgeschaltet. Renn nach oben. Oh, mein Gott, mein Gott. Mond? Aua! Hast du Munition im Rucksack? Ist nicht dein... Du, was? Ich hab zwei Magazine verschossen, ich fühle mich etwas nackt mit noch drei. Achso, ja, dann nimm dir welche, ich hab irgendwie neun oder so. Ja, das war ja klar. Ich hab alles aufgefüllt mit Magazin. Kim Grün! Wie wär's denn, wenn wir einfach mal in die Richtung schießen? Peng. Ah, das ist ein Feind! Das heißt, ja. Granate raus! Südost! Da, wo die Granate hingeht. Weck ich mal in Deckung, wa? Der ist doch schon lange tot da unten! Ja, toll, ich hab eine geworfen. Das ist ganz toll gemacht. Schön, Jungs, ich hab das super gemacht. Weiter so. Monty, du bist angeschlagen und gehst auch noch vor. Ja, natürlich. Gleich tot. Quatsch. Ich hab keine Zeit zu bluten. Da auf offenem Feld möchte ich übrigens sagen. Ja, du guckst direkt hin. Ein Zivilist? Was läuft denn da? Ein Zivilist. Ja, der soll sich verpissen. Ich glaube, das macht er schon. Ich glaube, das versucht er schon, aber ich glaube, dem fliegen einfach die Kugeln um die Ohren. Der sich doch verschwinden soll er. Da kommt noch ein Zivilist. Verdammte Zivilisten. Gehen wir mal zurück. Komm rein hier, du. Wo bin du drin, du?
Achtung, Zivilisten im Bereich. Die treffe ich nie. Kann man der Sunny bitte hier zum, Turm kommen? Genau, du Sunny, geh mal zum Turm, ey. Monty? Ach, ich bin der Sunny! Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Ich hab vergessen, dass ich der Sunny bin. Kein Problem, ich hab Aua, ich hab Aua. Alles klar, schön, schön ruhig bleiben. Ja, bestimmt. 15 Pfeile, also nicht eine Kugel. Rechtes Bein, linkes Bein, okay, getroffen hatte ich aber nicht. Du brauchst wahrscheinlich nur noch Schmerzmittel, kann das sein? Jo. So, ich check vorher mal deinen Puls, bevor ich dir was gebe. Das war ein 50er Kaliber gerade, ne? So. Okay, du kriegst, irgendwo nach Morphin Süd, glaube ich. So, werd glücklich damit. Danke. Wo ist der Sack? Da hinten. Okay, Jungs, die beiden, die im Turm sind, die bleiben im Turm. Wir gehen jetzt rein hier. Der Bereich ist schon gesichert. Da drin ist alles frei? Ja, ja, alles frei. Der Turm da oben ist auch frei. Vielleicht sollten, Wer ist DMR? Hab ich gesehen. Hier, ich hab eins. Der ist, glaube ich, schon oben im Turm. Im Großen? Ah, ne, doch nicht. Komm nicht DMR. Hey. Der andere DMR, der hier an dem Wachturm draußen. Lass mal bitte runterkommen. Ihr gehst mit dem Kollegen, der die ganze Zeit rumrennt, der Daniel, den Namen ich nicht lesen kann, einmal in den großen Turm hoch, ja? Ich brauch meine Magazine! Daniel, warte auf den Kollegen. Geht nie alleine gehen. Du brauchst jetzt schon deine Magazine. Ja, ich bringe sie dir. Chill mal. Wo ist der zweite DMR-Schütze? Warum geht er nicht da runter? Ich bin kein DMR. Komm zu mir hier runter. Ich bin Medic. Komm runter den Turm, Mann. Ich muss mir erstmal auf ihn einreichen, ziehen. So. Hätte ich mal mehr Magazine mitgenommen. Okay, let's go. Alle mal Schnauze halten, bitte. Monty, dann gehst du mit ihm. Alles klar. Mit Daniel da hoch. Du gehst vor. 160 Grad. Da sind Friendlies. Kleines Update. Alpha der Straße. Friendly, friendly, friendly. Donner, donner, donner. Da steht ja einer. Bravo, ganz durch. Bereits Leute oben auf dem Turm. Alpha. Ihr könnt wieder runterkommen. 110 Grad in die nächstgelegene. Positiv. Vorkommen. 110. Geh den Turm rauf. Geh den Turm runter. Okay, alle Mann, ihr bitte am Ausgang. Rauf, dann gehst du wieder runter. Ausgang sammeln. Wir gehen Richtung 100 Grad in die nächstgelegene Stadt. Gut, ich bin auf Borgatino. Monty ist da. Alpha würde gerne von Wachturm aus Richtung Südwesten runter die Steine und dann die Waldgegenden entlang in die Stadt einrücken. Finn, sieht echt cool aus. Finn! Finn! Ja? Setz dir mal deinen Helm. Nee, nicht Kim. Finn! Setz dir mal deinen Helm auf, bitte. Aber mach mir echt Sorgen, wenn du keinen Helm auf hast. Aber das sieht cool aus. Ich gehe gerne Treppen. So, auf der Karte habe ich was markiert und zwar ist das unsere Route. Ich spüre mal einen Puls, das macht buck, 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 buck. Ja, ja, das ist alles gut, das passt so. Wer ist hier noch am Wachturm oben drauf? Bitte runterkommen. Jawohl. 1, 2, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Den mit umpacken, André. Also, nachladen, Jungs. Augen auf, ich komme. Wir gehen jetzt einmal durch den Compound durch und gehen hier Richtung Südwest. Wohl, verstanden. Eins geht. Bravo, zwei geht. Drück mal C, genau. 3 geht, 4 geht. Aber dort haben wir jetzt alter Mann, wir müssen gucken. Merkt das schon. Trotzdem habe ich hier Pochen und so. Ja, haben wir das nicht alle? Drogen. Aber voll auf dem Trip. Ich hab hier das eine Straßensperre markiert. Jungs, jetzt geduckte Haltung. Wir sind Stealth, guckt euch um. Ist voll. Ja, genau, ich hab einen M14 Karabiner dabei. Ich bin's da, so logisch. Gute Haltung, einmal W. Und der vor mir hat einen Granatwerfer und der ist da. Ja, ja. Was haben Sie eigentlich ständig mit Ihrem W? Ich kenn kein W. Ich bin Soldat. W, ich kann nur laufen und ducken. W heißt für, bewegen. Bewegen. W für Wichsen oder was? Bewegen. B, wie? Ja, das klingt logisch, dass man das W da nimmt. Ja, voll schnell bewegen. Warsch, warsch. Klingt logisch.
Marsch, Marsch, finde ich cool. Da vor uns Freund? Keine Ahnung. Was sollen wir denn machen? Marsch? Nein, das andere! Marsch! Da vorne genau, Reinformation auflösen, Fireteams bilden. Verschanzen, Beschuss aus 223, glaube ich. Aber ich glaube, das gilt nicht uns. Und wir kriegen auch Kugeln rein. Irgendwo aus 160. Aber nix. I can't see a shit, so. 156, ganz hinten an der Steinmauer. 156 ist da. Okay, da kann ich auch nicht hingucken, weil so weit. Alter! Achtung, ihr rennt auf Zivilisten rum. Wo denn? Haben sie Pech gehabt. Schade! Was ich schießen soll. Einfach mal gar nicht schießen! André, einfach mal gar nicht schießen! Das ist auch mal ganz toll! 156 ist einer. Okay, Fireteam 1, das ist Atlantis und Monty. Linke Seite, Fireteam 2, Daniel und Andy, rechte Seite. Finn, komm mit mir in der Mitte. Wir bewegen uns langsam vor. Bin dran. Immer abwechselnd, sprecht euch ab. Fireteam 2 kann sich jetzt vorbewegen, einmal über die Straße. Gerade. 1 gibt Deckung. Ja, wir geben Deckung. Der Pisser. Nix. Irgendwo schießt da einer, oder? Rauchen sie sich ein. Ich sehe nicht. Da ist er. 156. Das ging im Baum. Fall doch jetzt um, du Affe. Ja, bewusstlos. Da. Ah, den konnte ich nicht sehen. Der war zwischen zwei Bäumen. 1 nicht so weit, Fighting 2 nicht so weit, nicht so weit, easy, würden euch gerne noch sehen. Wir brauchen Deckung. Wir brauchen aber eine Deckungsposition. Aber eigentlich sind wir ein Buddy-Team, kein Steuer-Team, aber ist egal. Ja, kleiner Kackstein. Oh, da hinten haben die Rauch geworfen. Das ist das Rauch oder ist das Rauch von denen? Nee, das ist der, jetzt auf die Autobox vorne, dann könnt ihr nachkommen. Der hat, glaube ich, noch Rauch geworfen, wo umgefallen ist. Seine letzte Verzweiflungstat. Okay, oh, einmal Rauch werfen! Wir flankieren von der rechten Seite schon mal. Wer macht was? Ich muss meine Brille putzen, Moment. So. Wir bleiben einfach hier sitzen. Ja, ich finde, das ist eigentlich eine ganz. Also, hier stehen wir eigentlich gar nicht schlecht. Wenn wir vielleicht noch bis zu den Bäumen da vorne gehen, würde ich mich auch sicher fühlen. Ach Quatsch, reicht so. Alles klar. Wir sind Amerikaner, wir müssen das so. Ah, ja, stimmt, die stellen sich immer irgendwie so quer rein. Und dann kurz hier meinen Puls prüfen hier. Wenn es nur ein bisschen pocht, dann ist das alles okay. Alles klar, Monty? Ja, ja, wir stehen hier und warten, dass wir weitergehen dürfen. Okay, Fireteam 2, ihr könnt jetzt auch nach vorne rücken. Bei die linke Seite flankieren. Die Punkte entlang quasi. Ja, wir sind eins, ja. Fireteam 1 hat verstanden. Genau. Hat er uns gemeint? Ja, ja. Warum sagt er das dann nicht? Ah, zwischen den Zeilen lesen. Ah, ja, kann ich nicht sowas. Ich brauch klare Befehle. Wie kriegt man eigentlich diesen Schmerzeffekt endgültig weg? Hast du noch Schmerzen? Naja, ich hab ab und zu mal so, keine Ahnung, alle 5 Sekunden so ein verzerrtes Bild am Rand. Ein Stöhnen. Ah, das ist Vanillaschaden, den du hast. Oh, Team 2 Position halten. Wer denn jetzt? 2, 1, 3. Was sind wir denn jetzt nur? 3, 2, 1, let's go. Ja, wir sind 1. Ja, wir sind 1, weiß ich. Er sagt andauernd 2 und meint aber uns, irgendwie, oder so. Sir, meinten Sie 2, 1 oder 1, 2? Entschuldigung, Fireteam 1 natürlich, Atlantis und Monty. Danke. Wir halten. Warte, ich guck mal an. Ich hab noch nicht mal 2 Schlücke von dem Bier getrunken. Jetzt nicht bewegen. Das ist jetzt nix bei so einer Scheiße. Ich werde jetzt mal. Fahrzeug, Audiokontakt. Audiokontakt, Fahrzeug. Aus Südost. Jetzt höre ich es auch. Jetzt darfst du dich aber nicht bewegen, bitte. Ich hab's sogar gesehen, aber ich konnte nicht erkennen. Bestätiger. Schön, dass wir die beiden sind, die keinen Raketenwerfer dabei haben. Ja, aber ich habe Granaten. Super, ja, ja, also das... So Granatwerfer, ne? So. Ja gut, das also gegen Jeep reicht das. Ja, richtig. Da hat dann schon mal zur Sicherheit. Nee, nicht weißer Rauch. Vor allen Dingen kein... Millimeter. Ich wollte es gerade sagen, kein Rauchladen. So, jetzt müsste der Effekt weg sein. Ach, wunderbar, perfekt. Schankedön. Schiddeböen.
Ist man das deine Rücken auf meine Position. Man muss dann so ein persönliches Dings da geben. Das kann dir nur der Medic geben. Okay. Ja, das, ich habe noch, hab noch nicht einen einzigen Lehrgang mitgemacht. Ich auch nicht. Doch, einen Sani. Nein, Sani-Lehrgang habe ich abgesagt. Hatte ich keine Zeit. Den damals mit AGM, den habe ich mitgemacht, aber nicht mit CSE. Jungs, am C-Tab seht ihr die Straßensperre, die direkt vor uns ist. Zusätzlich sind also auch noch ein Punisher GMG markiert worden, sowie eine FOB und ich glaube, ja, einzelne Patrouillen bis zu 8 Mann stark. André. Von 2 bis 8 Mann stark. Die Straßensperre vor uns ist soweit clear, einzig ein Zivilist steht da neben dem Lagerfeuer rum. Alles klar, danke. Dann können wir die auch löschen. Das ist bestimmt Stavros, der da steht. Gut, dann, mag sein. Das kann sein, ja. Also, ein Hinweis von Fireteam 1. Der Zivilist, der da steht, das könnte der Stavros sein, den wir hören sollen. Ja, stehen lassen. Gut, ja. Fireteam 2, bitte einmal nach Nordosten auf die 64er-Position vorrücken. Und euch einen Überblick verschaffen. Ich reagiere jetzt nicht mehr. Alles klar. Ja, schön geduckt gehen, seid Stealth, kriecht da hoch. Hauptsache ihr könnt da sehen, was Sache ist und gegebenenfalls dann auch agieren. Nordost auf die. Ich sehe keine 64. Ah, 3 und 4. André sind da und. Ja, dann sind sie wieder Fireteam 1. Was habe ich denn gesagt? 2. Nee, ich meinte Fireteam 2. Also Daniel und Andy. Okay. Alles klar, so verstanden. Fireteam 1 ist doch schon an der Straßensperre, oder? Negativ. Nee, sag mal. Okay, stopp. Alle Mann, stopp. Atlantis Monty, eure Position von der Straßensperre aus gesehen. Nördlich, also nordwestlich, kann das sein? Am südöstlich. Nordwestlich, am Südosten mit 1 und 2 markiert. Okay, genau. Dann Fireteam 1 bitte nach Nordosten auf die 64er Hügelposition gehen, euch dort eine Übersicht verschaffen. Fireteam 2 bleibt an der Straßensperre, okay, wir kommen zu euch. Ich laufe dir einfach hinterher. Jetzt hat verstanden. Sorry, aber ja, danke. Wir haben den Stavros-Dingsbums gefunden. Sollten wir doch stehen lassen. Verdammt. Könnt ihr den fixieren und irgendwie. Ist bereit fixiert. Lass ihn da stehen, dieser. Warum beleidigen die den? Die wissen doch gar nicht, ob der lieb ist. Vielleicht ist der doch lieb. Warum ist das eigentlich so ruhig hier? Das gefällt mir gar nicht. Neuling, der muss gebundelt werden. Ah, alles klar. Aber sehen wir den von hier oben schön nicht. Hier ist so schön. Strommast. Oh, hier bei die Steine. Hier ist schön. Hier ist knuffelig. Oh, da ist eine. Alto Belli legt mich am Arsch. 142. Sind das 20 Mann? 25 Mann? Oh. Das lohnt sich. Stand-MG? Nee, ich dachte gerade, da wäre ein Stand-MG auf dem Feld. Ich gehe mal ins Fernglas. Lutsch mich eckig. Oh ja, aber da rennen auch Zivilisten rum. Ja, aber trotzdem. Alter, die FOB ist, ja. Linke ja. Seite, Richtung Ost-Südost, da ist auch ein... Oh, Alter. Wir haben... Guck mal, was da links alles noch steht. Jede Menge Infanteristen. Und da hinten eine Straßensperre. Ja. Monty für Kim. Ne, Kim hier, Monty, kommen. Ja, Kim hört. Wir haben hier jede Menge Scheiße gesehen. Kommen. Ja, 20 bis 30 Einheiten sind von der FOB Richtung Westen gegangen. Wurde mir gerade von Alpha durchgegeben. Ja, das trifft's. Wie weit sind die weg? Was? 500? 400 würde ich sagen. 400 Meter circa. Des Weiteren haben wir in Richtung Ost ungefähr 800 Meter Entfernung eine weitere Straßensperre mit mindestens 4 Infanteristen und diverse Infanteristen, die so zwischendurch umherspringen. Kommen. Okay. Wie ist denn eure Position da oben? Könnt ihr gut schießen? Könnt ihr da wirken? Negativ. Was geht denn da für ein Generator mitten auf dem Feld? Aber das MG könnte von hier oben wirken, glaube ich. Kann man das abbauen? Das MG vom André, meine ich. Ah, okay. Gut, dann,
Nee, Standby, Moment. Die kommen in unsere Richtung, nach Westen, ja? Positiv. Gut, dann hätte ich ganz gerne, ich habe hier einmal das Stand-MG. Wir verschanzen uns hinter den Feuersäcken und hier drin. Ihr beide bleibt da oben, das heißt, ihr könnt uns verteidigen. Ihr habt doch freie Sicht, ihr könnt euch doch einsehen, oder? Wir können das ja. Feuer auf uns lenken, ja, das können wir. Ja, ihr könnt uns auch helfen. Ja. Das ist doch wunderbar. Dann nehmen wir eine Verteidigungsstellung an. Ja, was ist denn das da auf 125? Warte, 125. Was ist das für ein komischer Pott mitten auf dem Feld? Ungefähr Höhe von der FOB, etwas links davon. Mitten auf dem Feld. So ein Pott für so ein Taru. Okay, get ready. Sehe nix. Das Ding nicht? Nö. Also ich sehe da... Nein, bei dir genau hier zwischen den Stromleitungen auf 124. Feuerstart, das ist grün. Ja, dann alles klar. Bringen wir uns mal hier hin, ne? Jawohl. So, Standbein aufgebaut. Sollen wir anfangen? Legt sich gerade alles hin, ich sehe gerade nicht viel. Bam. Ach, hier, ein Friend ist voraus. Bleib jetzt liegen, du Affe. Der hat einen Rauchgranate gewischt. So, erster Down. Ich habe schlicht und ergreifend das falsche Visier dafür mitgenommen. Zweite Down. Nächste FOB sieht's sicher aus. Zivilisten. Lade! Lade. Hier waren doch gerade noch so viele. Wo sind die hin? Von Team 1 Status. Richtung 1. Haben Feuerkampf aufgenommen, alles grün. Danke. Wie viele Gegner seht ihr noch? Alle schon tot. Nicht viele, die meisten haben sich, glaube ich, verschanzt. Mich nicht hinlegen. Oh so. Aber da rennen viele Zivilisten rum. Wie sieht's bei euch aus? Richtig. Okay, Team 2, einmal nach vorne rennen hier in das Haus. Bitte nach oben in die erste Etage. Ich hab keine Lapor-Munition. Wo sind die alle hin? Das waren doch 20 Mann. Ja. Die sind nach Westen. Ich glaube zu dem Satellitenscheiß von da. Die sind an dem Haus Richtung 100. 60, da ist ein Haus an einem Strand. Dahinter sind die. Ja, da sind zwei gerade hingelaufen, aber in Patrouillenmodus. Zwei. Stellung bezogen. Wunderbar. Vielleicht sind die ins Kino gegangen. Ich weiß nicht. Sorry. Ein geiler Film rausgekommen, alle in der Gruppe rennen. Ey, die sind alle zocken gegangen. Da ist ein Container, der sieht verdächtig aus. Ja, verlagern das MG nach vorne. Kommt zum Haus. Ja, scheiß auf die NATO. Kontakte 117, weiter weg. So, ein Feind im Bunker ausgeschaltet. Erster Bunker, der direkt voraus von der Base ist. Okay. Ja, und das ist auch meine weiteste Kampfentfernung. Mein Visier taugt für mehr nicht. Ich kann nicht mehr rennen, was ist das denn hier? Vanillaberg. Kim ist gerade auf dem Vormarsch. Die nehmen echt das Stand-MG mit da unten. Kann mir jemand sagen, warum ich nicht mehr kann es sein, dass du Stand-MG in der Hand hast? Negativ. Christopher, du hast dich direkt vor meinen Lauf gelegt. Ich weiß. Ich finde das mein bisschen rechts von dir. Wow. Irgendwas beschissen. Richtung 119 steht einer auf dem Feld. Dann bekämpfe ich ihn. Du beschießt ihn so. Das ist der. Aua, wer hat mich geschossen? 600 Meter etwa. Wir löften auf 180 rum. Ist das einer von Brauer? 180 am Gebäude unten, ja. Ja, positiv. Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh. Kann ich mich mal festnehmen? Ja. Im Wald Richtung 180, da sind noch Einheiten. Lade! Achtung, Kreuze, Kreuze. Kreuze meiner festnehmen bitte? Ja, warte, ich bin schon da. Danke. Das war kein guter Augenblick, jetzt hier aufzustehen, aber. Was denn? Sag mir nicht, du hast keine Kabelbinder dabei. Doch, hab ich aber bloß. Interaktion eigentlich? Müsste da irgendwo sein.
Hier vielleicht, bin ich auf meine Hände. Ach da, warte, da ist es. Danke, danke, danke. Schnell wieder weg. Ich bin in der Zielscheibe. Ist doch toll. Mach's weg! Mach's weg, mach's weg! Punkt. So, weiter geht's, Soldat. Mein G-Spot. Danke. Infanteristen im Osten bewegen sich auch in unsere Richtung sporadisch. Und, vom Dingsbums? Straßensperre? Kurz vor der Straßensperre, da rennt jetzt einer übers Feld. Die haben sich, sind jetzt aufmerksam geworden auf uns. Ja, Monty, ja, hast du Armor Penetration dabei? Als DM? Nein. Was kannst du eigentlich? Oh, ich mach mal die Panzer vor, Startklar, wa? Ja, mach mal deinen nächsten Medic. Lade! Medic! Wer hat Medic gerufen? From the West. Der Kim. Dein Fireteam-Lead. Hat einen Vanilla-Bug. Wo ist denn der? Unten im Gebäude wahrscheinlich. Ich bin im Erdgeschoss. Eins läuft! Ne, zwei läuft! Bin bei dir. Monty. Alter, Alter! Oh, das ist knapp. Laufen, 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 laufen. Vielleicht nach rechts aus. Gib den Jungs mal Deckung. Team 1 kommt gerade hier runter. Wow! Bist du noch da, Atlantis? Atlantis! Alter! Alter Vater! Himmel, Arsch und Zwirn! Alter! Guck mal, ich kann nicht mehr reden. Ja, warte. Ich eruiere das. Ist das jetzt dein Ernst? Ach, da sind die, ja, sag das doch. Nicht bewegen. Das ist ein Chaos-Team hier. Macht Spaß. Da läuft doch. Scheiße, ich hab keinen Ohrstöpsel drin. Verdammt! Hört auf zu schießen! Aua, meine Ohren! Meine Ohren! Ich werde gerade verwundet. So, du bist wieder da. Danke. Ich kann da rennen. Eins geht wieder auf Position bei euch. Ihr geht wieder da hoch. Was? Wir gehen da wieder hoch? Ja. Wir brauchen Sanitäter. Okay. Wir brauchen Sanitäter an den. Ich höre nichts mehr, meine Ohren! Seine Ohrstöpsel vergessen. Ja, komm hier hoch! Hier, nein, warte! Alter! Hier, hör auf, dich zu bewegen! Ah! Ich werd beschossen! Ich werd beschossen! Der Medic wird beschossen! Achtung, Kim, nein! Hier rum, nein! Ich werd sterben! Der nächste, der runtergeflogen ist. Ist aber neu, ey. Oh, André, jetzt verbinde ich dein rechtes... Ach, hast du schon. Dann hau ich dir mal ein bisschen Morphin rein. Ja, du hast gar keine Schmerzen, du kriegst nix. Warum brauchst du Epi? Weil du dir selbst schon Morphin gegeben hast. Ja, das Bums Bums, das bleibt, das ist, da kannst du mit leben. Ja, wenn du die beide rausgenommen hast, dann hab ich da keine mehr drin. Das ist ja, dann sieh zu, dass du hier irgendwelche hinkriegst. Du bist hier mein Teamonkel. Keine mehr oder was? Nein! Was eine blöde Frage! Hattest du nicht 5 Gurte mit? Ich hatte 7 mit und die sind alle! Da sind haufenweise Gegner, was soll ich machen? Ja, vom Fenster weg, man muss ja jemand anders übernehmen. Au. Ein paar hab ich ja noch. Ist ja nicht zu fassen. Atlantis? Ich frag mal das Aha. andere Team. Bravo von Alpha, komm. So, wir sollen wieder zurücklaufen. Ja, dann abmarsch. Habt ihr noch MG-Munition dabei? Mein MG-Gunner hat 7 Gute durchgelegt. Ah! Attacke! Mann! Geht zur Armee, haben sie gesagt. Ja, da verdienst du Geld, haben sie gesagt.
wir haben ja nicht dieses tolle Nachschubkisten, Helikopter-Onkel, komm ran, Dingsbums an. Da muss man doch noch irgendwie eine Rauchgranate werfen, oder? Welche denn? Rote, blaue, grüne? Ich glaube, rot ist Munition, aber es ist jetzt nur geraten. Blau habe ich nicht. Blaues Licht habe ich. Hallo. Hallo. Kampfbereitschaft herstellen, feindliches Fahrzeug kommt aus Südwestwesten. West? Hat irgendjemand eine scheiß blaue Handgranate dabei? Weiß. Gehen auch Gewehrgranaten? Na, die helfen denen jetzt nicht so. Gewehr geht auch. Hat jemand eine blaue Rauchgranate dabei? Standby. Na, negativ, nur weiß. Nur weiß. Nur weiß. Bitte Gewehrgranaten. Alpha hier Bravo, negativ. Alpha Ende. Fahrzeug? Nicht dein Ernst. Flugzeug. Flugzeug. Ich hab nichts. Dein Ernst. Ich hab nichts gemacht. Was ist das denn für eine Kiste? Ah, ja. Sind das feindliche Versorgung oder unsere? Okay, Team 1, ich möchte gerne, dass ihr wieder in eure Position. Oh, wir haben hier Munition gedroppt. Ausrüsten, Team 1, bitte wieder in eure ursprüngliche Position zurückkehren. Ich hätte ganz gern als nächstes, dass wir. Ah, die ist hier mitten im Haus reingefallen. Hier, Bravo, kommen. Ich hätte ganz gerne, dass wir hier neben der Straßensperre und zwar, ich nenne es mal einfach Punkt 1. Der sagt jetzt da gleich nicht, dass wir wieder zurücklatschen müssen, oder? Den Gebäudeteil an. Ist mir soweit von egal. Ich lieg jetzt hier. Ich leg mich daneben. Ja, da hinten ist ein LKW auf 220 bei den Bäumen da, bei diesen kleinen Büschen. Da steht ein LKW, der ist gerade angehalten. Oh, jetzt bestimmt Infanterie ab oder sowas. Ich weiß es nicht, da bewegt sich nichts. Nicht links, nicht rechts, gar nichts. Der steht da einfach nur stumpf rum. Nachdem das MG ihn beschossen hat, natürlich. Ah, okay. Also kann sein, dass da alles tot ist, aber... Also im besten Fall... Ja, bei mir auch. Kein Problem. Das wird schon zu einem Standard-Kriegsbegleiter. Ja. Teilweise, wenn es nicht da ist, vermisse ich. Monty, Atlantis. Hört. Jo. Bitte auf eure ursprüngliche Position wieder da hoch kraxeln. Sind wir? Den Befehl hast du vor 10 Minuten schon gegeben. Jo, alles. Okay, Team 2. Einmal hier bitte unten sammeln. 2-0 beim LKW. Ausgerüstet, nachgeladen, durchgerockt. Wir gehen jetzt nach. LKW kommt. Abbruch, ja. LKW kommt von wo? Südwest, glaube ich, ist es. Südwest. Drei Kontakte laufen weg, LKW kommt. Ja, du hättest das auch ruhig hier stehen lassen können, dass du es benutzen kannst. Du musst es ja nicht verstecken. Also. Sehe nicht mehr. Wir sind zwei nach hinten weggelaufen. Wir warten noch eben den LKW. Feindlicher Ifrit auf der Straße. Genau. Aber ich glaube unbewaffnet. Ja, glaube ich auch. Mit meinem Entfernungsmoped. Ja. Ifrit allerdings unbewaffnet. Ah, feindliche Infanterie rechts der Straße. Was soll ich noch machen? Den haben wir da. Das müssen wir halten und da müssen wir unser Satellitentelefon klauen. Kommt La Ifirit. Holzt mal einfach da rein. Auch ganz schön selbstmörderisch, so unbewaffnet in feindliche Linien zu fahren. Ja. Da willst du verlangt, mit Russen oder so. Lesert. Iraner. Sag ich ja. Russen. Alles Russen. Hab ich vorhin gelernt. Ah, okay. Alles, was nicht wir sind, sind Russen. Ah, alles klar. Monty meldet sich für 2 aus dem Funkkreis ab. Ich muss mal wohin. Bin gleich wieder da.
alle Fallstatus. Team 1, Team 2 kommt jetzt zu euch, da muss einer versorgt werden. Der Dings muss ja Kanu gehen, wird begleitet vom André. Finn und ich, wir werden jetzt nach zum Punkt 1 schon mal vorrücken. Da könnt ihr uns so lange Deckung geben, bis die beiden bei euch angekommen sind. Okay. Wir verlassen jetzt die Position. Roger. Und Feuerstatus ist gelb. Verstanden. Geht jetzt rein. Wenn wir uns innerhalb von Minuten Abständen nicht melden, bitte halt mal nachhorchen. Wenn wir nicht antworten, sind wir drauf. Yep. Wo sind denn unsere Männer auf dem Berg? Mach die Tab auf. H drücken. Gehen die Tab gerade ein. Was? Monty meldet sich zurück. Monty meldet sich zurück. Ja, Monty. Okay, wir gehen jetzt in das nördliche Haus rein. Was? Da kommt Verletzter. Ah. Sollen die mal auf den Berg schleppen? Ja, Unsinn. Komm hier oben hin! Hey, leg ihn ab. Oh, er ist wieder wach. Der war die ganze Zeit wach. Ich hab ihn nur getragen, weil er nicht laufen kann. Achso. Ich hab Vanilla Bug, sonst nichts. Achso. Jetzt kommt's mit irgendwas Komplizierten hier. Eis. Dreifacher Trümmerbruch des Schlüsselbeins. Ah, das klingt schon besser. Ja. Wir hatten Geschossklärung in die erste Etage von nördlichem Gebäude. So, warte, nicht bewegen. Oh. Schuss auf 255260. So. Du bist in Vanilla fixiert. Schade. Virusfrei ist doch viel besser. Alter. Irgendwo 260, 270 im Wald. Mal eine Frage, wo ist denn unser Chef? Wo ist unser Gegner? Macht gerade irgendeine Kamikaze. Ich bin hier mit dem Kollegen im nördlichen Gebäude von dem Compound. Markiert mit einer schwarzen 1. In der ersten Etage und haben gerade alles geklärt und gehen jetzt in das südliche Gebäude und klären das. Was macht das restliche Team? Das restliche Team ist auf dem Weg zu euch, will sich von dir verbinden. Alles schon erledigt. Was macht das jetzt? Ach so, der sagt doch, dass es erledigt ist. Ach so, ja, Auftrag dann ausgeführt. Ey, wunderbar. Ja, dann kann das restliche Team zu uns runterstoßen. Und ihr beide auch. Also Team 1 und Team 2 können runterheben. Compound, der ist soweit sicher und frei. Sag ich jetzt erstmal ganz frech. So, verstanden, wir stoßen. Atlantis, Stoß! Ja, warte, wir haben ja noch oben auf dem Berg 260 eine große Patrouille. Wo kommen die denn jetzt her? Auf dem Berg 260. Vom Berg aus 260. Oh, große Patrouille. Schade. Ich hab ne Kugel abgekriegt! Ah! Ah! Geht doch nicht rum und mach Pfeile. Oh, wow. Alter. Fuck, die fliegen mir im Kopf, die Kugeln. Oh, ich sterbe. Du stirbst nicht. Okay. Geh da. Kann der Schalko mal stehen bleiben?
Alter, das war knapp. Was schätzt du, was sind das? 500? Hier vorne sind noch welche. Wo ist vorne? Ja, 200 Meter. Die sind vereint in so Köpfe. Wir sind am Südausgang von dem Kampart. Kann nicht mehr aufstehen. Ja, du liegst krumm. Die ist übrigens ziemlich beschissen. Steuerung B. Also Steuerung D, du liegst krumm. Oh, oh. Ah, ja, jetzt. Alter, bei mir sind gleich drei Sachen kaputt. Sanitäter! Ja, zu mir, nach hinten. Kreuze! Hallo mit Pepper! Hallo Donnerbuddy! Du machst rechtes Bein! Ich hab irgendwie ein Tourniquet dran. Alpha-Team-Status. Wir haben hier ein bisschen Beschuss gerade auf dem Hügel. Du hast da jetzt aber nicht wirklich ein Tourniquet reingepackt, oder? Ich hau immer erst ein Tourniquet dran, damit die Blutung erstmal gestillt ist. Ja, toll. Wenn zwei Sachen verbunden sind, du und ich eins verbinden. Was ist? Möchtest du meine Arbeit kritisieren? Ja, will ich. Brauchst du Schmerzmittel? Nö, gerade nicht. Weiß ich nicht, müssen wir dann gleich probieren. Dann ab ins Gefecht. Kim und Finn gehen zurück zur Straßensperre, gucken, ob wir das ist die reinste Munitionsverschwendung. Das feindliche Waffen im Norden? Jetzt brauche ich aber Aua! Was? Ich hab schon wieder dreimal Aua! Alter! Hör auf dich selbst zu verarzten! Ich kann dich doch nicht verarzten! Norden haben wir auch noch Kontakt! Aber ja, trotzdem Aua! Du hast den rechten Arm! Ich bin an deinem Bein, mal wieder. Oh, was? Ein bisschen mehr heute reingehauen. Seid ihr denn grün da oben? Jetzt brauche ich auch ein Epi und Morphin. Jetzt sind wir gerade ein bisschen gelb. Relativ. Das sind wir Waschlappen antworten. Das heißt, nein, negativ. Scheiße, negativ, Sir! Feindliche Waffen hier irgendwo, fick dich doch. So, wär glücklich damit. Juhu! Feind im Süd! Straßensperre! Nein, wir sind an der Straßensperre! Da ist ein Feind! Das sind wir, Friendly Fire! Negativ, da waren auf dem Feld, das war ein Feind! Das sind die! Ja, unten auf dem Feld, glaub's euch mal. So. Der ist grad down. Seid ihr denn Pulsmagier? Ja, macht euch fit! Ja, wir sind wieder grün hier oben! Könnt ihr runterkommen? Ja. Dann bitte. Atlantis, dann los! Zur Straßensperre. Ah, Atlantis verbindet sich gerade. Ich muss gerade noch einmal Morphium reinjagen. Und jetzt. Lauf! Drei Feinde Nordwesten ausgeschaltet! Zwei läuft! Drei läuft! Wieso laufen wir? Weil ihr es könnt. Wasch! Da zurückgeblieben. Gelb. Brauchen Medic. Aus dem Westen haben wir Beschuss an der Straßensperre. Bitte verschanzen. Warum rennt die Nummer 2 wieder weg? Monty, falsche Richtung. Monty, Status? Ja, lebt noch. Bewegst du wohl deinen Arsch darunter? Lauf! Läufst du jetzt wohl?
Bin ich wegen dir angeschossen? Was? Warum bist du nicht mitgekommen? Weil ich noch da am Pfeile bekämpfen war? Ja, du hast einen Befehl gekriegt! Dann war schließlich auf mich. Ist egal, jetzt lauf! Runter zur Straßensperre! Lauf! Ich kann nicht laufen. Ah, dann komm her. Ich bin hier am Verarzten. So, jetzt machen wir einfach mal schnell die kurze Methode. Nicht bewegen! Darf ich schießen? Schießen darfst du. Darfst dich nur nicht nach rechts oder links bewegen. Na, Buddy, ich bin zurückgekommen, um dich zu retten. Ich war schon an der Straßensperre. Gerettet werden, wenn du mich nicht so von der Seite angequatscht hättest, wäre ich auch nicht getroffen worden. Ja, aber hättest du deinen Befehl verweigert? Das ist Insubordination, das ist verboten. Das ist mir doch egal, wenn der Spacko so inkompetent ist. Ist er ja gar nicht. Jawohl. Er weiß nur immer nicht so ganz genau, wo wir sind. Außerdem nehme ich auf. Das ist mir doch egal. So, 80%. Hast du nicht gesagt, das ist die schnelle Variante? Die schnelle, danach ist alles wieder gut Variante. Und du bist fertig. So, jetzt laufen. Laufen. Erstmal guck ich jetzt, ob laufen! Du läufst jetzt! Lauf! Aber da ist Aua. Lauf! Okay. Lauf, 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 lauf! Scheiße! Was denn? Wurde getroffen? Nein! Es pfeift nur ziemlich an meinem Kopf. Lauf! Läufst du wohl? Ja, was? Lauf! Ich muss der andere gerade Befehl und Gehorsam beibringen. Ja, kein Problem. Bla. Und ich habe einen leichten Munitionsmangel. Da an der Häuser, am Haus da hinten ist Munition. Könnt ihr mal aufhören, durch die Dörner zu labern? Da hinten am Haus ist Munition. Oh! Oh, das war dicht. Das ging in die Decke, Mann. Das ging in die Decke. 2, 3, 8. Relativ viele. 3, 4 Kontakte. Kann der Obermucki hier mal seinen scheiß Helm aufsetzen und nicht so eine schwule Käppi? Wir ziehen jetzt alle zum Haus zurück, wir müssen sich eh nach aufmunitionieren. Finn Atlantis, lauft! Oh, ich merke. Atlantis meldet sich mal kurz für 3 ab. Lag hier noch mal Munition? Monty? Irgendwo lag Muni, ja? Ja, wo denn? Da weiß ich nicht. Irgendwo hier. Musst du den Chef fragen. Daniel, André, bleibt ihr noch an der Straßensperre? Gibt uns Deckung. Ja. Danke. Sunny! Auf dem Weg zum Haus, Monty. Monty startet. Monty ist am MG. Okay. Atlantis Status. Atlantis ist AFK. Finn Status. Mir geht's gut. Alles klar. Monty, ich brauche einen Sunny im Erdgeschoss, bitte einmal. Komme. Team 2 kann sich auch zum Haus und zurückziehen. Wir müssen von hier aus weiter. Machen geordneten Rückzug und gehen dann mal an die nächste, Dings muss ran. Nicht bewegen. Okay. Dauert jetzt ein bisschen.
Okay, Finn, bitte einmal nach Südwesten decken. Team 2 deckt nach Südwesten die Straße runter. Finn, bitte einmal hier nach Nordwesten aus dem Fenster gucken. Monty verarztet mich gerade und Atlantis ist AFK. Robert. Bräuchte doch mal Munition. Liegt hier irgendwo. Oh, das hat mir Monty auch schon gesagt. Wo ist denn irgendwo? So verstanden. Wir sind im Haus und sobald wir fertig sind, können wir auch los. Hat noch einen AFK. Monty da? Ja. Und Monty, hier soll da irgendwo Munition liegen, ne? Ja, hier ist doch mal irgendwo. Da draußen liegt doch eine Kiste. Die sehe ich doch von hier. Achso, die ist leer. Nee, die ist leer. Die ist nur für mich leer. Für euch ist die voll. Achso, da sagst du. Dann geh ich da drauf. Also, draußen. Da kann ich dir jetzt leider nicht mehr helfen. Wir kriegen keinen Nachschub mehr rein. Also, ich hab von meinen, Ich hab erst 17 Magazine durchgebracht, ja. Alter! Ich hab von meinen 17 oder 13. Irgendwas macht ihr was. Ihr Schießgeilen. Ihr? Die ich schon umgeholzt hab. Ach, André, du hast 7 MG-Magazine verholzt, da hat man noch nicht mal das erste Objective geklärt. Also was ist das denn für Management? Ich bitte dich. Wenn da 1000 Gegner sind und ihr die nicht trefft, da kann ich doch nichts für. Ja. Du hast 10 Sekunden. Oh, wieder bereit. Du hast 10 Sekunden. Magazine. So, alle gut? Ich bin gerade am Magazin umgegangen. Dann brech das ab. Wo lag die Kiste jetzt? Wo ist denn die jetzt? Rauch. Die Kiste ist draußen. Wenn ihr hinten Ausgang, hinten am Hinterausgang, links rum. Hier liegt eine. Das ist ja schön. Ich glaube, die ist André, die Kiste. Die ist André, ja. Dann komm. Dahinter. Also, was 10, 9, ist leer. Mal raus, 8, die ist leer. Kann ich gar nicht sein. Ach, jetzt ist er vor. Der zweite da. Oh, danke. Gerne. Ja, nichts für mich dabei. Ne? Jetzt habe ich nochmal 10 Magazine. Achso, du brauchst was anderes, ne, LaRusso? Krieg. Ja, meine Zweithandwaffe ist allerdings trotzdem. LaRusso, hier ist für dich. Leute, seid mal auf. Rechts neben dir. LaRusso. Was? Da ist BW-Munition. Wenn ist und fertig, einmal bitte hier im Foyer treffen. Finn, nicht wieder da oben hin. Einmal hier im Foyer treffen. Wir gehen direkt weiter. Oh. Achso. Das ist ja nochmal geschafft, du kleiner Trickser. Ja. André, du bist ready to go. Finn ist ready to go. Ja, hier auch ready. Atlantis. Monty? Ist gleich soweit. Und Daniel? Ja? Nee, in der Kiste sind die falschen. Die 27. Warte. Das ist eine Bundeswehrkiste. Was machen die anderen überhaupt? Ach die stimmt, genau. Unser Objective 2 jetzt. Hier rennen schon vor. Die haben gerade 2 erledigt und machen jetzt 3. Halt das letzte. Warte. Das kommt, wenn man Munition nimmt, die nicht. Ne, und so. Wir klären alles und die machen dann das Objective. Und dann heißt es ja, das war doch total einfach. Was habt ihr so lange gebraucht? Wir hatten ja ein paar Gegner gemacht. Wir haben ein paar Gegner. Ah ja, perfekt. Zwei haben wir gemacht. Jungs, heute noch. Ja, der LaRusso braucht so lange. So, kann weitergehen. Oh, ich muss mir Schmerzmittel geben. Moment. Also. Drogenjunkie. Absolut. Wenn ihr auf der Karte guckt, seht ihr so schwarze Punkte. Das ist unser Weg, wie wir dahin gehen, wo wir hinwollen. Ja. Mhm. Die Punkte sind die Mittellinie. Team 1 linke Seite, Team 2 rechte Seite. Hier in der Mitte, wie gehabt. Immer V-Form, immer schön. Ja. Und ja. Team 1 fertig. Dann auf. Nein! Ich bin noch am Spritzen. Oh alles am Spritzen. Geh bitte mal hin, die sind doch schon da. Zumindest, geh weg hier aus dem Kriegsgebiet, hau. Genau, direkt geradeaus durchrennen, ist mir egal. Hauptsache, wir kommen auf diesen 38er Hügel jetzt mal drauf. Jetzt ist Monty okay, Abmarsch bereit. Dann aufstehen und einmal im Laufschritt auf den 38er Hügel. Laufe! André, du bist nicht Nummer 1. Wow! Schuss von rechts ignorieren, renn weiter in den Wald, wir haben keine Deckung. Renn! Atlantis! Das ist die Aufgabe vom dritten Team hier. Der hat mich aber beschossen. Du bist ja. Monty, lauf! Ich kann nicht mehr laufen. Okay,
Okay, Team 3 beschützt Monty im Wald. Komm ran, Monty! Ich hab da was abgekriegt! Ich bleib hinter dir stehen, ich muss mich verarzten. So, ich stehe jetzt hinter dir. Du bist für mich verantwortlich. Bitte wieder hoch. Pow! Das war jetzt fies! Hoi, ich hab große Mengen Blut verloren. Alles klar. Ich hab aber auch das Sorgenkind dieser Operation. Ah. Okay, läuft. Bin wieder. Alpha Status. Und zwei gelb. Drei grün. Eins grün. Ah, wunderbar. Wen kommst du mit? Ich bin doch schon da. Andres Statusmeldung fehlte. Ich seh die auf dem Sichtzettel, ich das von mit. Ach, die sind schon so weit, deswegen. Andres Statusmeldung fehlte. Leute, erstens, wir vermissen André und bleibt immer in deinem Haus, ist okay, wenn er das meint, das machen zu müssen. Wisst ihr, wo André ist? André ist da, wo wir hinrennen sollten. Eigentlich solltet ihr auf den 38er Berg, ne? Ah, egal. Egal. Lebt André. Dem scheint's gut zu gehen. Wunderbar. Wir haben uns ja mal eine Übersicht geschaffen, ne? Also. Ich bleib bei Finn. Wunderbar. Hallo Monty. Hallo. Ganz schön viel los hier. Finn. Er ist doch hier. Warum ist er nicht bei mir? Weil ich hier unten bin. Ich bin noch bei dir. Monty, du musst für André. Laufe! André! André! Nee, Atlantis! Atlantis! Okay, Atlantis! Wo ist er denn? Hinter dir! Wo ist denn hinter mir? Zurück zu mir! Alles klar, da bin ich! So! Team 1 abrissen, überspringen und unser Chef ist ein bisschen konfus, hab ich das Gefühl. Nach Nord. Ja, wie Nord? Hä? Nord ist doch der Feind! Süd ist der Feind! Was sollen wir jetzt machen? Team 1 Atlantis Monty abrüsten und überspringen nach Norden. Nach Norden. Was ab? Springen, also läuft, also ist unterwegs. Team 2 fertig machen zum Abrüsten. Und dann Team 2 sammelt euch und dann auch überspringen nach Norden. Einer eigentlich Stavros mit? Ich hab keine Ahnung. Chef, nimmt irgendwer Stavros mit? War das so gesagt? Nimmt irgendwer den Typen da mit, den wir retten sollen? Team 1 macht das. Alles klar, Team 1 macht das, eine gute Idee. Allahu Akbar! Jetzt war ich schneller da, Eis. Geh weg! Hopp! Team 1 hat gewonnen. Daniel? Nee, hier, so. Zack. André, wo bist du? Nicht da, wo er sein soll. Halt mal die Klappe, ey! Bitte. Er begleitet Team 1. Okay, gut. Laufen Baum. Dann sicher Team 3 jetzt Team 1. Warum ist der Typ eigentlich so groß und so fett und überhaupt? Wegen der Milch. Was
War irgendwie eine langweilige Mission. Also ich hatte gut zu tun. Das oder lief das irgendwie trotz Schwierigkeiten wie geschmiert? Also mir hat Spaß gemacht. Keiner wirklich gestorben. Noch ein hier fliegen Sachen in die Luft, das macht auch immer Spaß. Habt ihr das Satellitentelefon? Zone frei. Ein Schuss hast du noch. Habt ihr das Satellitentelefon? Ja, das war wohl mit der Rückstrahlzone frei. Ich hab gesagt, Rückstrahlzone frei. Das ist eigentlich eine Frage. Man fragt Rückstrahlzone frei und dann das kriegt man die Aufforderung, macht die Rückstrahlzone frei. Du hast das Prinzip nicht verstanden. Oder du nicht. Okay, Alpha abrücken Richtung. Ah, Scheiße, er lebt noch. Was kannst du? Wie geht's dir, Monty? Ich muss mich gerade verarzten. Okay. Schießt sich auf den Zivilisten. Sah aber gut aus. Scheiße. Heroisch. Ja, sehr heroisch. Ja, war super. Also wir haben das Satellitentelefon noch nicht. Mein Fireteam? Konnte nicht aufnehmen. Doch, wir haben das Satellitentelefon. Oh, doch. Ach so. Ja dann. Siehst du es nicht? Ich hab's auf dem Rücken. Wenn das so ist. Zwei Gegner. Zwei? Rechts von dem. Obo? Ja. Obo? Richtung Nord. Weg, los. Ja, 162 Grad. Nur noch ein Gegner. Der ist Richtung 170 Grad. Bleib bei Atlantis, das ist sicherer. Bitte auch unter mein Schutzschild. Genau. Jetzt fehlt nur noch eine taktische Leiter, die können wir dann so praktisch um uns drum herum bauen. Die sind unzerstörbar und undurchdringbar von Google. Okay, sind wir alle abmarschbereit? Eins wartet. Okay, Team 1 und Team 2, ihr könnt einspringen. Beide. Vier auch. Drei Leute. Das ist ja toll, dass die 3 nach der 4 läuft. Sechs Gruppe geht. Und die 5? Bleibt wohl keine Lust mehr. Was mit der 5? Ja, die läuft auch. Ist doch. Finn, die Funktaste länger gedrückt halten. Ha. Ha. Hier. Wo wird denn der geschossen? Weiß ich nicht. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Und warum trägst du eine Maske? Eigentlich schon? Ja, hier haben wir schon alles gesichert. Eigentlich. Wird geschossen. Wird hier. Helikopter, ne? Braucht gar nicht da hochgehen, Leute. Aber hier wird geschossen. Oh, falsche. Das ist zum Helikopter. Braucht gar nicht da hochgehen. Hilfe, noch ein Busch. Okay, Team 1 bleibt vielleicht mal zurück. Wir haben die Geisel, wir bleiben nicht zurück. Wir werden von vorne beschossen. Fireteam 1 in der Mitte, Fireteam 2 links, Fireteam 3 rechts. Vor uns sind eigene Einheiten, die bekämpfen gerade Gegner nach Westen. Dort sind aber auch noch eigene Einheiten. Da hat einer eine WhatsApp-Nachricht gekriegt. Ja, mitten im Gefecht. Ja, ich hab's vergessen auf lautlos zu schalten, es tut mir leid. Das sind die Junkies. Echt mal. Ganz schlimm. Die Frau fragt, ich hab mein Schwitz auf lautlos. Wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Ich hab keine Ahnung. Wo ist eigentlich der Heli? Richtung 337 Grad. Gehen wir in die Richtung, oder? Ich werd hier mal eins kanachen. Kotter!
Ich zwar nichts mit dem dicken Arsch hier hinter vor mir, aber egal. Aber du bist schnell. Also diese Rein- und Raus-Zoom-Funktion von dem kleinen C-Tab ist echt super geil. Für die Koordination, mega Spaß. Landest eine Stufe höher. Er rennt da eigentlich so weit vor. Habe ich genau gesehen. Daniel und André haben keinen Bock. Wollt ihr nicht das Paket beschützen kommen? Wir haben das Paket gesichert. Das muss reichen. Er stinkt. Ach, danke, Mann.